Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Gamble. Heute ist Donnerstag und ich spiele Days After. Ja, und ich würde mal sagen, es geht los. Viel Spaß. Okay, ich werde jetzt einmal die Brücke machen, weil mein Rucksack fast kaputt ist und ich brauche noch ein bisschen Holz, weil ich kein Holz mehr habe. Dann werde ich einmal hier die Brücke machen und danach schauen wir mal weiter, was wir da machen. Okay, jetzt sind wir gleich auf der Brücke, in der Brücke, drunter durch. Wie auch immer. Werden wir natürlich einmal hier ganz schnell durchrocken, ne? Da sind wir gleich. Sind wir natürlich gleich schon hier wieder durch. Zack. Erstmal alles hier niederhauen, was zum Niederhauen geht. Oh, warte mal, da muss ich ein bisschen schleichen. Da ist ein Reh. Zack. Warte mal, dann nehmen wir jetzt die Machete hier. Sorry. Meine Schuhe sind kaputt. Ich würde mir schon denken, dass sie kaputt gehen. Deshalb habe ich mir Ersatzschuhe mitgebracht. Und so, dann haben wir jetzt dahinter noch ein Wildschwein, ein Wolf und ein Zombie. So, das war alles. Ganz schön niedergemetzelt hier alles. Mal schnell die ganzen Toten looten. Wie ihr seht, ist der Rucksack noch rot, also ich brauche einen neuen Rucksack. Hat auch schon lange nicht mehr die Brücke hier gemacht. Gut. Das waren jetzt alle Gegner, dann fange ich jetzt mal an, die Gegenstände bzw. die Boxen zu looten, die Kisten oder Rucksäcke. Rufen wir einmal das Hotte Hü. Hotte Hü. Nimm mal bitte die Keule. Ja, den könnte ich nochmal hier lassen. Mal schauen, ob ich lieber was anderes mitnehmen kann.
Gucken, war da was zum Essen drinne? Ah, da ich ja sowieso Holz brauche. Nee, das bringt nichts. Ich muss sowieso gleich nochmal herkommen, um den Rest zu looten. Und dann kann ich auch gleich die restlichen Bäume fällen. Deswegen Holz lasse ich erstmal hier, auch wenn ich das Holz gerade brauche. Aber um ein bisschen Platz zu sparen in der Tasche. Nicht für jetzt, sondern für gleich. Werde ich das lieber später mitnehmen. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's hier schon wieder. Und das restliche Looten möchte ich dann gleich machen, ohne aufzunehmen. Weil ist ja ein bisschen langweilig. Deswegen bis gleich. Irgendwo. So Leute, also ich habe jetzt nachgeschaut. Ich brauche immer noch Stahl ohne Ende. Deswegen werde ich hier im Vorgebirge. Obwohl, ich wollte mal schauen, wie viel Stahl ich woanders kriege, ne? Bei dem wäre wir jetzt gewesen, bei der Pipeline. Wir haben ja letztens die Wasserpumpe gemacht. Da gab es gar nichts am Stahl. Und jetzt probiere ich mal die Pipeline, ob ich da was mit Stahl finde. Also gehen wir zur Pipeline. Okay. Und wir sind angekommen an der Pipeline. Ich habe mich gar nicht weiter hier gereckt, so ein bist. Na gut. Ich habe mein Pferd auch nicht leer immer. Ah, egal. Hier muss ich wieder ein bisschen vorsichtig sein, weil. Hier sind die Bären und die die Feuerzombies. Okay. Die machen jetzt schon ein bisschen mehr Schaden. Ja. Na gut. Da bin ich mal gespannt. Da ist, glaube ich, gerade der Bär lang gelaufen. Kann ich das auch essen? Nee. Immer wenn ich einen kill, darf ich was trinken. Nein!
Und ist das Feuerzombie? Wollte schon wieder sagen, Zombie. Zombie. Schleim habe ich. AP. Lebensenergie. Nicht Leben, sondern Lebensenergie. Komm mal mit. Gut. Was sippeln hier? Nächste Kill. Was sippeln. Oh, das ist der Spucker, ne? Wieder was trinken. Okay, wieder was trinken. Ein Kill, einmal trinke. Ah, ich muss was wegpacken. Nimm mal die Maiskörner. Oh, Mr. Bär. Da steht er. Um. Machen wir es mal so hier. Ich habe noch 60. Oh. Okay. Und wieder was trinken. So ein kleiner Wolf. Ups. Da wollte ich hin. Okay.
Also gegen den Bären würde ich jetzt so verlieren, weil ich so wenig sofort Verbandszeug und sowas habe, für sofort HP zu bekommen. Da habe ich so wenig, deswegen würde ich da verlieren. Aber wir können ja erst noch hier ein bisschen rumlaufen. Müsste doch ein anderer Bär sein, genau. Es sind nämlich drei Bären hier. Du musst irgendwo ein Zombie sein, ein normaler und einer, der brennt. Super, das war ein Spitzschwein. Rennen wir erstmal ein bisschen weiter, dass wir den Feuerzombie, wollte gerade wieder sagen, Säuerzombie, den Feuerzombie und die Bären nicht begegnen. Weil das sind die beim wovor ich gerade noch, weil ich so wenig Verbandsmaterial mit habe, am meisten Angst habe. Bisschen zu hart, die Waffe. Da muss wieder was wegpacken. Rucksack. Er hat meinen Rucksack zerstört. Also, ich glaube, ich heb mir die lieber auf. Für die Bären. Aber es war ein Kill, ich darf was trinken. Berschi. Berry, wo bist du? Da ist er. Da haben wir noch einen Wolf. So ein anderer. Der hat auch reingehauen, der Schaden. Das war mein letztes Trinken. Da ist der Bär. Ah. Okay, raus.
Gut. Dann werde ich mich mal ein bisschen ausrüsten und komme gleich wieder hierher. Okay, und weiter geht es hier. Ich habe jetzt meine beste Waffe rausgeholt. Mein bestes Square. Und ich habe fünfmal ein großes Heilpaket mit. Das ist jetzt alles für die drei Bären. Ich hoffe, das wird reichen. Okay, erste Bär ist da. Und für die zwei Feuerzombies. Oh, mal richtig gesagt. Einen Schuss sparen. So, dann haben wir noch mal einen Bären da oben. Oh, da ist ein. Den machen wir mit einer normalen Waffe. Aber, dass sie kaputt geht, nehmen wir die doch gleich mit. Zack. Hier ist immer ein, meistens eine Fernkampfwaffe drin in der Truhe. Okay, das war keine Fernkampfwaffe, aber ein schöner Knüppel. Also sagen wir jetzt mal, hier in dieser Truhe ist meistens immer eine starke Waffe drin. Ah. Ich bräuchte aber noch mal was zum Futtern. Das Feuerzombie. Infizierter Zombie. Ich nenne ihn mal Feuerzombie, weil der immer so leicht rötlich in Flammen ist. Ups. Ach, passt doch nur ein. Und wieder voll. Schnell wieder die starken Sachen hier ausrüsten. Nehmen wir jetzt mal den hier. Nicht, dass ich hier wieder irgendwie festhänge. Greife ich lieber von der anderen Seite an. Ah, zu viel. Zu viel. Das ist zu viel. Ich glaube, ich renne einmal kurz raus und wieder rein. Oder ist der Bär weg? Ich glaube, der Bär ist weg. Ah, der ist so stark. Ich hasse die Feuerzombies. Warte mal, muss was wegpacken. Schuhe kaputt. Auch gar nichts wegpacken. Hat ja noch Schuhe in der Tasche. Gut. Und dann schauen wir mal nach den Bären. Da sind mir die Bären ein bisschen lieber. Liberär. Wo ist er? Hier ist er irgendwo abgehauen. Oh, da habe ich nochmal getroffen.
schau erstmal nach etwas zum Essen. Da war ja noch eine Truhe hier hinten. Ich habe jetzt alle drei Bären und einen Feuerzombie getötet. Mal machen den erstmal rüber. Vielleicht das nächste Essen hier. Also sprich, es ist noch ein starker Feuerzombie da. Und danach können wir hier alles looten. Und stahlmäßig habe ich bislang nur vier solche Barren. So. Ich bin das gelbe Männchen. Noch. Hier aber noch Essen drinne. Okay. Was war da drin? Das habe ich noch gar nicht aufgemacht, oder? Futterapparat. Dann futtern wir erst nochmal. Futtern wir erst nochmal. Das letzte Stückchen hier. Ich greife von unten nach oben an, dann sehe ich die eher als umgekehrt. Weil wenn ich von oben nach unten angreife, sehen die mich eher. Außer wenn ich mich anschleiche, aber das ist trotzdem lieber so rum. Oh, schleiche immer mal. War noch so gut. Ich glaube, jetzt müssen noch ein, zwei Zombies vielleicht hier irgendwo rumflitzen. Die werden wir aber auch noch kriegen. Allerdings nur 28 HP. Pack mal eine Keule hier weg. Bei 6 habe ich Stopp gedrückt. Boah, war das aber knapp. Das war gerade richtig knapp. Da wäre ich ja beinahe doch noch gestorben. Gut, dann war es das. Es gibt, glaube ich, keine Zombies mehr hier. Nicht, dass ich wüsste. Alles geklärt. Hier soll ich gleich nur noch einmal schauen, wie viel Stahl es hier gibt. Also 4 habe ich schon mal genommen. Aber ich denke, hier wird es auch nicht mehr sein wie in dem. Also hier wird weniger sein wie in dem Vorgebirge. Rucksack voll. Und dann renne ich einmal nach Hause. Dann sehen wir uns gleich nochmal. Dann kann ich dir sagen, wie viel Stahl ich hier gefunden habe. Bis gleich. Okay, wir sind hier wieder auf unserem Platz. Ich werde jetzt hier einmal kurz diese Axt und diese Axt zur Seite legen, weil die eine ist bei mir schon fast kaputt. Warte mal. Der ist fast kaputt, nicht die Axt.
Jetzt hast du umsonst hier runtergeschleppt? Ah ne, die auch, okay. Dann werde ich erst meinen Autostart laufen lassen. Schau, was sie da alles abfarmen kann. Und nebenbei werde ich dann halt immer hier ein bisschen Kürbisköpfe futtern. Sobald ich sehe, dass ich halt unter oder in den Hungerbereich komme, dann fange ich an, die Kürbisse zu futtern. Meine Nase, das ist ja eklig. Ein Popel. Da ist glaube ich ein Popel drin. Ist ja eklig. Gut. Ich habe vorsichtshalber meine Finger auf die Pfeiltaste, falls da ein Zombie kommt, den ich vielleicht übersehen habe. Was ich natürlich nicht hoffe und nicht glaube. Aber kann ja trotzdem immer so sein, ne? Dass man was in der Hektik übersehen hat. Was für eine Hektik? Naja, ihr wisst, was ich meine. Damit ich halt nochmal schnell weglaufen kann, weil ich habe keinerlei Waffen. Ich habe nur die Axt. Und den Hammer. Jetzt ist bei mir halt nur noch die große Frage, wie viel Schrott, wie viel Metall kriege ich noch hier? 4 habe ich ja schon gekriegt. Und da haben wir gerade wieder was bekommen. Gleich bekomme ich Hunger. Ich glaube, ich hätte gleich die Axt mitnehmen brauchen, die andere. Da wieder Stahl. 2. Nicht besonders viel bislang. 3. 4. Plus die 4, die ich schon weggebracht habe, sind es 8. Vielleicht nehmen wir aber erst am Ende dazu. Sonst verrechte ich mich jetzt noch 1000 Mal. Okay, ich kriege Hunger. Was futtern? Schon 6. Okay. Wieder Hunger. Also wenn hier mal der Magen aufgezeigt wird. So wie... Warte, noch einen danach. So wie jetzt. Dann werde ich was futtern. Wenn ich es nicht vergesse. Ich bin auch schon mal gestorben, weil ich vergessen habe zu essen. Noch schön weiter abbauen, abbauen. Hab nebenbei noch, glaube ich, mit meiner Frau geredet. Und dann stand auf einmal gestorben. Was? Hä? Was passiert? Und dann habe ich gesehen, oh Scheiße. Ich habe vergessen zu essen. Müsste gleich schon alles sein. In den Truhen dürfte eigentlich gar nichts mehr sein. Von den Metall. Ich glaube, das hatte ich schon alles mitgenommen. Ah, wo ist noch was? Wo ist noch was? Auf der ganz anderen Seite.
Das war's jetzt, oder? Jawohl. Das war alles. Alles abgerannt hier. Ja. Oh. Schauen wir mal hier schnell nach. Muss sogar noch mal hierher laufen. Ist noch nicht alles leer. Und die Eichen habe ich auch noch nicht geschlagen. Aber das soll ich jetzt gleich nicht nochmal filmen. Also sprich, gleich ist das Video zu Ende. Ich habe 9, sind 13. 13, wenn ich nicht noch was finde. Aber ich glaube, da war nichts mehr. Aber komm schon mal knapp dran. Ne? Im Vorgebirge kriege ich so meistens immer so 16, zwischen 20 und 16 Metallstücke. Und hier habe ich ja Metallschrott. Hier habe ich 9 plus die 4 sind 13 Metallschrott. Also knapp dran. Ich werde jetzt noch einmal nach Hause laufen, zu meiner Base. Alles entladen, was ich hier habe. Und den Rest dann einsammeln. Aber damit würde ich sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.